Der Regionalmarkt in Oberecking findet zweimal die Woche statt. Teils Outdoor, teils Indoor. Riechen tut's hier am Parkplatz schon richtig geschmackig. Also ich bin gespannt, welche Schmankerl wir heute hier finden. Gleich beim Eingang steht Karl Sticks von der Käsehütte Maria Taferl. Er hat nicht nur ein Standl hier, sondern ist auch der Betreiber von diesem Regionalmarkt. Oh, sehr lecker. Cool. Fangen wir ein bisschen mit unserem Highlight gleich an. Almkäse, der war mir links außen. Komme ich gleich zur Verkostung. Natürlich, richtig etwas Milderes einmal, damit wir wissen, über was wir reden können. Passt. Also das ist der Almkäse? Der Almkäse. Da merkst du einen kleinen Unterschied. Almkäse würzig, das ist dann, was wir in der Käsehütte machen. Das ist der Rolling von Vorarlberg, von der kleinen Käserei. Ich muss dich kurz unterbrechen, weil du sagst, du merkst gleich einen Unterschied. Das ist ein richtiger Käse, ja? Der ist richtig gut. Und den machst du selbst? Nein, das ist der Almkäse, das ist der Rolling von Vorarlberg. Okay. Ja? Mhm. Wie bist du dazu gekommen, mit deiner Käsehütte einen ganzen Regionalmarkt auf die Beine zu stellen? Wie ist das entstanden? Wir machen ja seit 2000 generell große Märkte, so wie St. Pölten und die Städte. Und jetzt hat sich einfach die Vermarktungsmöglichkeit ergeben, auch in der Region immer zu punkten. Und jetzt sehen wir, dass also in kleinere Städte, in größere Märkte oder kleineren Städten der Bedarf da ist. Und die Vermarktungsmöglichkeit ist hier einfach für den Konsumenten und für den Produzenten auch vorteilhaft. Weil zum einen hat der Produzent braucht nicht Stand aufbauen, Stand abbauen, das kann man alles stehen lassen. Und der Produzent hat den Vorteil, also gebindelos einzukaufen und so weiter. Ja. Wenn wir jetzt das auf einen Automatenbetrieb oder auf einen Selbstbedienungsladen umwälzen, dann müssen wir den ganzen Käse zerlegen, etikettieren und das macht also sehr viel Handling und Arbeit. Das ist ja viel persönlicher so. Genau, wäre persönlicher. Wie komme ich sonst dahinter die Budel zum das Chef? Das ist eigentlich die Grundidee und das ist also. So eine Gemeinschaftsvermarktung wäre natürlich ideal. Und wir haben ein paar Projekte schon, die sehr gut funktionieren, auch in Österreich. Okay, na super, dass du das machst. Vielen lieben Dank, dass du das hier auf die Beine gestellt hast und auch für die leckere Verkostung. Und dann wünsche ich euch ganz viel Erfolg. Ich koste mich da jetzt noch ein bisschen durch. Und da wird der Bauch ganz schön voll beim Regionalmarkt Oberecking. Von leckeren Likören, wie hier zum Beispiel von Luzifers Wachtelparadies, über Marmeladen, frisches Gebäck, Schafmilchschmankerl, Kräuterprodukte, frisches Obst und Gemüse bis hin zu Fleisch, frischem Speck und Wurst. Es gibt hier eigentlich nichts, was es nicht gibt. Und alles durch die Bank. Wirklich lecker. Kurze Getränkepause mit Katharina Leitner. Du bist die Projektbetreuerin hier vom Regionalmarkt. Wir sind eingeladen worden von Daniels Schmankerlkisten auf einen wirklich leckeren Apfelsaft. Vielen lieben Dank. Er riecht, als darfst du wirklich gerade in einen richtig guten Apfel reinbeißen. Jetzt kostet ihn auch gleich. Top Apfelsaft. Vielen lieben Dank. Katharina, wie viel Aufwand ist so ein Regionalmarkt zu betreuen? Ja, eigentlich sehr viel. Man muss von den Marktstandler das alles organisieren, dass da wirklich was da ist. Man muss schauen, wo ist der Platz. Wir haben für die Tischstände und alles, wir haben es ein bisschen renoviert, haben aber versucht, das Gebäude so zu erhalten, dass wir nicht zu viel umbauen. Wie ist das Feedback von den Leuten, die hier einkaufen? Ja, die freuen sich voll, dass es jetzt da was gibt und dass das innen ist. Also man ist jetzt nicht ganz so wetterabhängig. Ich muss ehrlich sagen, ich kenne auch sehr viel von der Gegend und freue mich immer wieder, wenn ich da wieder einen triff. Sehr schön. Wie zum Beispiel den Herrn Bürgermeister von Bergland. Walter Wieseneder kauft ebenfalls gerne hier ein. Ja, ich freue mich natürlich sehr, dass jetzt dieser Regionalmarkt vorige Woche bei uns in der Gemeinde eröffnet hat. Wie gesagt, wir haben einige Landwirte, die ja ihre Produkte schon ab Hof eben verkaufen. Und, aber dass wir jetzt da wirklich gebündelt so eine Menge an regionalen Produkten hier haben, das freut mich natürlich ganz besonders. Wenn der Herr Bürgermeister da mit dem Einkaufstaschel durchspaziert, was landet denn da drinnen? Was kaufst denn du? Ja, na selbstverständlich natürlich hier, das ist ja mein besonderer Stolz, die Berglandecke. Wie gesagt, das sind ja Produkte von Bergländer Bauern und natürlich der Schafkäse, das ist etwas, was ich sehr gerne esse, das Joghurt, was ich sehr gerne esse, aber natürlich diese anderen Produkte auch, das Brot,
wird heute auch landen in meinem Korb. Meine Frau hat gesagt, nimm ein Brot mit. Und natürlich aber auch bei den anderen Direktvermarktern werde ich auch gustieren und auch das eine oder andere mitnehmen. Der Wochenmarkt in Oberegging hat zweimal die Woche geöffnet. Und zwar jeden Mittwoch von 8 bis 13 Uhr und jeden Freitag von 13 bis 18 Uhr.